Herzlich willkommen. Gut, dass Sie dabei sind. Das kennt jeder. Man kommt vom Einkaufen in der einen Hand die Tüten, mit der anderen kramt man ewig in der Hand- oder Hosentasche rum, um den verdammten Autoschlüssel zu finden. Insofern sind die modernen Autoschlüssel da schon sehr praktisch. Da entriegelt sich das Auto von selbst, sobald sich der Fahrer mit dem Schlüssel in der Tasche nähert. Doch die ganze Sache hat einen ganz dicken Haken. Den Thermomix für 199 Euro. Den gibt es natürlich nicht, aber zwei Küchenmaschinen, die ähnlich viel können sollen zu diesem Schnäppchenpreis. Ein Riesenhype haben sie bei Aldi Süd und Lidl ausgelöst. In mehreren Filialen kam es zu Rangeleien zwischen den Kunden. In Gernsbach bei Baden-Baden hat eine 64-Jährige eine andere Kundin regelrecht niedergerungen, um ihr den Karton mit der Küchenmaschine zu entreißen, berichtet die Polizei. Ja, da scheint es gesünder, die günstige Küchenmaschine online zu bestellen. Das kann man bei Lidl. Aber lohnt sich der ganze Stress überhaupt? Kann die Billigkonkurrenz vom Discounter wirklich genauso viel wie der Original-Thermomix für 1.100 Euro? Wir machen den Praxistest und schauen auch auf die inneren Werte der Küchenmaschinen. Geld anlegen, ein Gespräch mit dem Kundenberater bei der Bank. Da geht es ums Ersparte und damit auch um Vertrauen. Das haben viele Kunden immer noch zu ihrer Bank. Kann aber leider ein teurer Fehler sein, wie im Fall einer Marktcheck-Zuschauerin. 89 Jahre alt und Sparkassenkundin. Eine sehr stattliche Summe hatte sie auf ihrem Sparbuch zur Seite gelegt, bis sie von ihrem Kundenberater in die Filiale gebeten wurde. Dann wurde die Sache ein Fall für unseren Marktcheck-Reporter Axel Sonneborn. Marktcheck mischt sich ein. Ja, bitte. Und nicht vergessen, bei der Bank gibt es in der Regel keine unabhängige Beratung. Gut, dass Axel Sonneborn hier so viel erreichen konnte. Wenn Sie auch irgendwo feststecken, sich vielleicht von einer Bank über den Tisch gezogen fühlen, dann schreiben Sie uns. Die Kontaktdaten stehen bei uns auf der Webseite oder Sie schreiben uns über Facebook. Das Wetter macht nicht nur gute oder schlechte Laune, sondern ist ja für viele auch echt wichtig zu wissen, wie es wird. Wetter-Apps für Smartphone sind da schon extrem praktisch, für jeden Ort mal eben ratzfatz das Wetter checken. Aber sind die Apps auch wirklich zuverlässig? Stimmen die Vorhersagen? Das probieren wir aus. Gratis-Apps und kostenpflichtige Angebote. Danach wissen Sie Bescheid, wem Sie glauben können. Marktcheck macht den Test. Und die genauen Testergebnisse haben wir bei uns auf der Website unter swr.de/marktcheck für Sie zum Nachschauen. Schönen guten Abend, Herr Müller. Schönen guten Abend. Beim Thema Unterhalt kennt, glaube ich, jeder einen Fall, wo schon mal gestritten wurde, oder? Ja. Dass man seinen Kindern gegenüber unterhaltspflichtig ist, das ist auch, glaube ich, selbstverständlich. Aber wie sieht es eigentlich mit den Enkeln aus? Herr Müller, Sie sind doch seit einiger Zeit auch Opa. Wie ist das? Müssen Großeltern möglicherweise für ihre Enkel Unterhalt zahlen, wenn die Großeltern selber nicht so viel Geld haben? Also da gibt es einen großen Selbstbehalt vom Gesetzgeber her. Wenn ein Ehepaar da ist, ein älteres Ehepaar, etwas über 3.200 Euro im Augenblick. Aber was darüber hinausgeht... Ein bisschen Vermögen ist, kann das muss mit rangezogen werden, ja. Mhm. Und wenn man nicht so viel hat als Rentner, muss man dann möglicherweise als Großeltern wieder arbeiten gehen? Nein, das muss man nicht. Also wenn man in Rente ist... Einspringen, okay. Ja, Unterhalt der Großeltern, aber in erster Linie sind natürlich die Eltern für den Unterhalt ihres Kindes zuständig. Und da gibt es im Fall einer Trennung oft erbitterten Streit. Herr Möller, das ist traurig und klingt aber jetzt auch erstmal so ein bisschen ungerecht. Warum erkennen die Gerichte die Leistung oder warum rechnen sie die Leistung des Vaters nicht an? Betreut und der Vater zahlen muss. Und da sagen die Gerichte, selbst wenn der Vater über die normale Betreuung hin das Kind betreut, bleibt es bei dem Prozentsatz, Vater 100%, Mutter gibt dafür die Betreuung. Das ist der Ausgangspunkt und da ist auch im Augenblick wenig dran zu rütteln. Und wenn er genau die Hälfte der Betreuung übernehmen würde, also mindestens 50%, dieses sogenannte Wechselmodell, was da im Film angesprochen wurde? Ja, in der Tat, 50% bei der Mutter, 50% beim Vater. Aber wer bezahlt denn dann? Es muss ja auch Geld da sein für das Kind. Mhm. Und da ist es so, wie gesagt, da unterliegen viele kostet und das ist meist teurer, wird draufgelegt. Und dann gucken die Gerichte ganz genau, wie viel Prozent Einkommen hat der Vater, wie viel Prozent die Mutter. Und dann kann es in der Tat sogar so sein, dass das Wechselmodell für den Vater teurer wird, wenn er zum Beispiel 80% zahlen muss und die Mutter nur 20. Ganz kurz noch, kann man das einfordern, das Wechselmodell? Nein, das geht nicht, ist gesetzlich nicht vorgesehen. Auch der Bundesgerichtshof lebt. Das klingt vielleicht skurril, aber nicht nur für Kinder kann man Unterhalt fordern, sogar rechtmäßig verlangen, sondern auch für Haustiere.
Besuchsrecht mehr für den Stuhl sozusagen. Und das gilt auch bei Tieren ähnlich. Aha, klingt ja jetzt so ein bisschen lustig, aber komisch auch. Also zahlen muss man dann schon für diesen sogenannten Haushaltsgegenstand, also das grundsätzlich Tier. Ist es so, dass die Gerichte sagen, Unterhalt gibt es nicht. Aber wenn dieses Tier, und das ist ja häufig so, entscheidet eigentlich, wer das Tier dann bekommt im Trennungsfall? Also das entscheiden die Gerichte. Das ist so eine Sache Pi mal Daumen. Eine Leberwurst im Gerichtssaal in der Tasche zu haben, sein, oder? Ja, 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 also das ist einfach von den Richtern her, der muss sehen. Kinder, ja. Sondern tatsächlich dieses Umgangsrecht. Auch Tiere, auch Haustiere, ja. Und Unterhaltspflicht, ja. Auch. Herr Möller, klingt skurril, aber danke schön, dass Sie uns da aufgeklärt haben. Bitte. Fahrräder sind ja heute viel mehr als einfach nur Drahtesel. Sie können motorisiert sein, mit Navi ausgestattet und unendlich viele Gänge haben. Nur eine Sache fehlt auch den modernsten Rädern, eine existenzielle Sache. Bis jetzt, denn jetzt lernen Sie unser Marktcheck-Ding der Woche kennen. Das ist ein Gerät, das Fahrräder erst wirklich komplett macht. Hohe Mieten, niedrige Zinsen. Mieten oder kaufen? Was macht man jetzt am besten? Und wo lohnt die Investition ins Eigenheim oder die Eigentumswohnung? Darum geht's jetzt im Geldcheck. Und wir sehen uns am kommenden Dienstag um 20:15 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Tschüss, danke schön fürs Zuschauen.